wir hatten eine sehr durchwachsene Vorbereitung mit Krankheitsfälle, mit Kader nicht ganz komplett, aber wir sind sehr gut durchgekommen. Die Mannschaft hat sich gesteigert von Einheit zu Einheit. Wir konnten auch sehr viel im taktischen Bereich machen. Und daher denke ich, dass es so im Grunde und Ganzen sehr positiv war. Dass es natürlich alles noch dementsprechend länger dauert, um noch besser zusammenzukommen, ist klar. Aber ich glaube, für diese kurze Zeit kann man schon hier positiven Aspekt sehen. Es ist natürlich immer ein angenehmes Gefühl, gegen Bayern zu spielen. Erstmal das, dann auch im eigenen Stadion. Ich denke, es war nochmal ein guter Test, weil Bayern natürlich die beste Mannschaft so ziemlich ist in Deutschland, vom technischen Niveau, von der Taktik und allem. Da konnte man nochmal sehen, wie weit wir jetzt sind. Und wie der Trainer schon gesagt hat, wir haben es mittlerweile taktisch stark verbessert, wissen viel mehr, was der Mitspieler macht, was wir zu tun haben, wenn der Gegner den Ball hat. Ja, und als Kapitän da aufzulaufen, ist natürlich eine Ehre. Ist ja ein Traditionsclub und hat schon Spaß gemacht. Man ist jetzt wirklich fokussiert auf das Spiel in Regensburg. Es kribbelt auch, man ist aufgeregt. Ist ja klar, am Anfang der Saison, da weiß man auch noch nicht, wo man steht, wie man steht. Ja, das dauert immer alles ein bisschen. Ich denke, nach 4-5 Spielen, dann hat man schon das Gefühl, wo man steht dann. Was man noch machen muss, wie das Ganze angelaufen ist. Aber ja, wir sind schon fokussiert auf dieses Spiel. Das muss man differenzieren. Ich sage mal so, das Bayern-Spiel war wichtig für die Jungs. Klar, vom Kopf her. Sie haben gesehen, wenn wir uns bemühen, wenn wir unterwegs sind, wenn wir umsetzen, dann können wir das ganz gut machen. Aber ich denke, am Samstag, das ist eine ganz andere Aufgabe und auch vom Inneren her auch ganz was anderes. Ja, weil gegen Bayern, da hat man gewusst, wenn man hier Fehler macht, dann ist es nicht so schlimm. Obwohl wir wenig Fehler gemacht haben. Aber Regensburg ist schon dann ganz, ganz was anderes. Ja, die Liga muss man schon dann anders dementsprechend dann aufnehmen. Aber, so wie Sie gesagt haben, gute Ergebnisse sind immer positive Ergebnisse. Man muss jetzt auch sagen, es war nicht die erste Hälfte von Bayern. Also es waren gute Spieler dabei, man hat auch gesehen, Talente, das sieht man schon. Trotzdem, das Spiel ist abgehakt, es war kein Pflichtspiel, da ist der Druck nicht so wie in der Liga da. Und das muss man schon auch einordnen. Und ich denke, das werden wir auch. Also wir sind jetzt nicht in der Euphorie, dass wir jetzt sagen, wir rennen jetzt nach Regensburg und schießen die 10-0 weg. Das wird auf keinen Fall vorkommen. Regensburg hat auch eine sehr gute Mannschaft und da hat man auch immer den Respekt vor dem Gegner. Wir haben uns trotzdem ein bisschen einen Eindruck verschafft und wie der Steffen schon gesagt hat, das ist eine junge, ehrgeizige, mit erfahrenen Spieler, die alle ausgebildet worden sind von Amateurmannschaften wie 1860, wie Freiburg. Ja, also das sind sicherlich keine Spieler, die hier zu unterschätzen sind, weil sie, wie gesagt, fußballerisch und eine sehr, sehr gute Ausbildung hinter sich haben und viele von denen auch jugendmäßig Bundesliga schon gespielt haben über Jahre. Also wird das eine Mannschaft sein, die sehr laufstark ist und auch sehr kombinationssicher ist. Ich denke, das ist immer sehr, sehr positiv, wenn man natürlich in eine Saison mit einem Erfolgserlebnis reingeht, als wie wenn man jetzt mit einem Negativerlebnis, weil das geht jetzt sehr schnell, weil dann stehen auch dann gleich auch englische Wochen dann vor der Haustür und dann ist natürlich jedes positives Ergebnis sehr wichtig, ja, für die Moral der Mannschaft und auch für die weitere Arbeit, die tut sich natürlich auch ein bisschen leichter. Ich verstehe die Fans, die sehr euphorisch sind und auch sein sollen und können. Ja, auch das Bayern-Spiel. Aber ich sage mal so, wir müssen hier unsere Arbeit tagtäglich weiterverrichten, tagtäglich uns verbessern. Ja, man sieht, dass es noch viel zu tun gibt. Ich hoffe, dass dann mit Bayer und mit Wille, ja, dass die so schnell wie möglich zurückkommen, weil das schon zwei wichtige Spieler sind, die uns dementsprechend da auch fehlen, um Konkurrenzkampf und die Position optimal zu besetzen. Und das ist das, worauf ich mich konzentriere.
in der Truppe so einen guten Konkurrenzkampf. Es hat manchmal auch nicht nur mit der Aufstellung der einzelnen Spieler, sondern es hat auch taktisch damit zu tun, wie der Gegner auch ein bisschen spielt, wie wir dagegen spielen, wie wir spielen wollen vor allem. Und daher ist es nicht leicht, ja. Aber ich denke, dass wir da gut gerüstet sind und dass die Spieler auch, was ich jetzt gesehen habe, in der Woche auch sehr motiviert sind. Und da hoffe ich schon, dass wir hier auch mit allen Mitteln versuchen werden, ein gutes Spiel zu machen. Wenn man das Training verfolgt, sieht man, dass alle Spiele, die wir machen, immer eng laufen. Und Konkurrenzkampf ist wichtig, damit man immer wieder besser wird. Und der ist einfach da. Also, wenn einer schlecht spielt, dann muss er raus. Also das ist ganz normal, jetzt nicht direkt nach 10 Minuten oder so. Man hat immer mal einen schlechten Tag. Aber trotzdem ist es wichtig, dass man einen guten Konkurrenzkampf hat. Und den haben wir definitiv.